Hallo, ich bin Oliver Schmidt und ich bin ein momentaner Schüler, also HMS-Schüler von der Kantonsschule Hottingen. Ich frage ChatGPT, ob er mir zur Französischen Revolution und Napoleon einen Text verfassen kann, sowie ein PowerPoint. Den Text finde ich jetzt halt für mich jetzt ein bisschen zu kurz, weil ich muss sehr wahrscheinlich einen 5 bis 10 Minuten Vortrag machen. Jetzt hat es gerade einen Fail gegeben, das ist manchmal schon, wenn er dann einfach aufhört zu schreiben. Also ich habe jetzt eine große Angst vor dem. Ich verwende dann einfach die Bilder, die ihr mir gibt, eigentlich. Weil schlussendlich wäre ja dann ChatGPT, der das Problem hätte und nicht ich, wenn ich die Bilder verwende. Weil er hat mir die Bilder zur Verfügung gestellt. Weil ich das Thema nicht so genau und sehr tief weiss. Und ChatGPT hat halt sehr, sehr viel mehr Informationen an sich oder mehr Zugriff zu mehr Informationen an sich. Und dann könnte man einen besseren Text verfassen, als ich in der Lage wäre. Und auch sehr wahrscheinlich eine bessere PowerPoint machen mit passenderen Bildern, als ich jetzt suchen könnte. Also meine Lehrer haben noch nie etwas davon angesprochen, dass ich das nicht verwenden sollte. Und wenn sie es nicht ansprechen und nicht sagen, dass ich es nicht verwenden sollte, finde ich es nicht als Betrug.